Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Nach Videos mit den Titeln Minimalismus im Badezimmer und Minimalismus im Schlafzimmer gibt es jetzt von mir ein Video mit dem Titel Minimalismus auf Reisen. Wir verreisen jetzt im Oktober für 2 Wochen nach Sardinien. Mit wir meine ich meine beiden Jungs, unseren lieben Mitbewohner, den Henry und mich. Wir haben den Henry schon vor 2 Jahren im Juli und im Oktober 2016 auf Sardinien besucht. Er hat dort für 2 Jahre gelebt und gearbeitet. Und jetzt wollen wir gerne nochmal zusammen auf diese wunderschöne Insel reisen. Im Juli vor 2 Jahren hatten wir noch 2 extra große Gepäckstücke mit, die wir aufgeben mussten. Im Oktober vor 2 Jahren sind wir alle nur mit Handgepäck gereist. Meine beiden Jungs, eine liebe Freundin, die uns begleitet hat, und ich. Dieses Mal reisen wir wieder für 2 Wochen nach Sardinien und reisen auch nur mit Handgepäck. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Rucksäcke wir dafür verwenden, die geeignet sind, um als Handgepäck mitgeführt zu werden. Und ich zeige euch auch, was wir alles mitnehmen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Minimalismus bedeutet ja nicht so wenig wie möglich, sondern so wenig wie nötig. Und das ist ja von Mensch zu Mensch ganz individuell, kann also ganz unterschiedlich sein. Und wenn man vorher 2 Wochen auf Reisen war und hat 1, 2 Gepäckstücke mitgenommen, die man extra aufgegeben hat, größere Gepäckstücke, und reist jetzt nur mit Handgepäck, dann ist es ja schon eine deutliche Verbesserung hin zum minimalistisch Reisen. Los geht's. Das sind die Rucksäcke und die Sachen von mir und meinen Jungs, die wir jetzt auf Reisen nach Sardinien mitnehmen. Ich zeige euch ganz kurz die Rucksäcke und erläutere, was wir mitnehmen. Das hier ist mein Rucksack, der Osprey-Porter 46, den nutze ich schon seit 2 Jahren als Handgepäck auf Reisen. Ihr seht, der ist auch recht geräumig, hat auch viele Fächer hier an der Seite und hier vorne auch einige Fächer, auch ein Laptopfach. Und den werde ich jetzt natürlich wieder auf die Reise nach Sardinien verwenden. Die Sachen, die ihr hier seht, das sind meine Sachen, die ich mit auf Reisen nehme. Hiervon sind meine Barfußsandalen von Vivo Barefoot, die ich schon seit über 2 Jahren mit großer Begeisterung trage. Mein Portemonnaie, die 3 Reisepässe für mich und meine Jungs. Dann hier ein großes Reisehandtuch aus 100% Baumwolle, ein sogenanntes Hammamtuch. Also für Sauna, für Strand, ein wunderbares Handtuch, was ich gern mit auf Reisen nehme. Wer sich für das Handtuch interessiert, ich setze euch unten in die Infobox einen Link. Dann habe ich hier 2 kurze Hosen, dann hier ein Bikini, ein T-Shirt, ein Langarm-Shirt, meine Laufsachen, also Hose, Sport-BH und Oberteil, dann 3 kurze Oberteile, dann hier noch ein paar dicke Socken. Es wird wahrscheinlich so sein, dass in unserer Unterkunft in Sardinien der Fußboden aus Fliesen besteht. Und im Oktober ist es auch am Abend kühler auf Sardinien, deswegen nehme ich lieber mal ein paar Socken mit, falls es mir kalt wird. Dann hier noch ein ganz leichtes Oberteil zum Schlafen und Unterwäsche, 5 Slips. Dann habe ich hier mein MacBook, weil ich auch auf Sardinien weiterarbeiten werde. Dann eine Festplatte. Hier mein Smartphone und ein Aufladekabel. Ich muss zugeben, ich bin kein großer Fan von Smartphones oder Handys, aber ich nehme es diesmal mit, um es als Hotspot zu nutzen. Ich werde mir auf Sardinien eine Telefonkarte kaufen. Und damit ich ab und zu Internet habe, nutze ich dann einfach mein Smartphone als Hotspot. Weiter geht's. Hier in dieser Tüte befindet sich Lavaerde zur Haarwäsche. Ich werde diese Tüte noch mit einem Gummi verschließen. Und hier befinden sich Mikroalgen. Das sind Chlorella- und Spirulina-Presslinge. Das sind also nicht irgendwelche Tabletten. Das sind einfach Lebensmittel, die in Tablettenform gepresst sind. Dann habe ich hier mein absolutes Lieblingsprodukt auch mit auf Reisen. Mein liebstes Grashaftpulver aus Gerste und Kamut. Dann seht ihr hier noch eine kleine Dose Vitamin B12 für meine Jungs. Das sind auch noch ein paar Kelp-Presslinge dabei, also Kelp-Extrakt-Presslinge für die Jodversorgung. Und hier noch ein kleines Gläschen, da war ursprünglich Vanille drin. Da sind jetzt, oder da ist jetzt ein Pulver enthalten, 7 Kräuter. Ein sehr schönes, bitteres Pulver, was ich auch gerne mit auf Reisen nehme. Dann hier noch meine Reiseliteratur von Wolf-Dieter Storl, die Urmedizin. Auf dieses Buch, auf den Inhalt des Buches bin ich auch sehr gespannt. Ich liebe die Bücher von Wolf-Dieter Storl und seine Erzählweise. Meine sogenannte Kosmetiktasche, Haargummi, Pflaster, Zahnseide, Pinzette, Nagelknipse und ein Ohrreiniger aus Metall. Dann haben wir noch eine Box. Besteht aus Flüssigholz, also keine Plastik. Da ist noch ein Stück Seife enthalten. Dann haben wir hier noch ein Zitronenöl, ein ätherisches Öl von Young Living. Dann habe ich hier noch so ein kleines Glas mit
Kokosöl. Noch hier noch so ein kleines Gesichtspad. Dann unsere Haarbürsten. Dann habe ich hier diesmal Bambushahnbürsten mit, allerdings mit weichen Borsten. Den Tipp habe ich auch mal bekommen, als ich unsere Bambushahnbürsten mit härteren Borsten in einem Video vorgestellt habe. Habe ich hier einen ganz tollen Tipp bekommen mit weichen Borsten. Da sind 3 Zahnbürsten drin, für mich und meine Jungs. Dann habe ich hier mein schönes Zahnpulver dabei, was ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten sehr zufrieden nutze. Meine Jungs bekommen diesmal eine gekaufte Zahnpasta, Kinderzahngel von Veleda. Wir machen ja sonst Zahnpasta aus Kokosöl und Birkenzucker selber, aber diesmal eher minimalistisch, einfach eine Tube für die Jungs. Und noch etwas, was wir seit ein paar Monaten nutzen, Zahnkristalle für die Jungs nach dem Zähneputzen am Abend. Das sind jetzt hier schon die Sachen von Simon. Ein dickes Buch, ein Block, Stifte, noch einen anderen Block, Spitze, Radiergummi zum Zeichnen. Und das ist Simons Gepäck. Er nimmt seine Gürteltasche mit und auch einen Reiserucksack, auch einen Osprey. Allerdings ist er ein bisschen kleiner als meiner, lässt sich aber auch wie so eine Reisetasche aufklappen. Und ich glaube, man kann bis zu 40 Liter in diesen Rucksack packen. Und für Simon gibt es auch ein bisschen Unterwäsche, Schlafsachen, Socken. Er hat auch so ein schönes Badehandtuch in seiner Lieblingsfarbe Rot. Dann eine Badehose, dann 4 T-Shirts, seine Laufsachen, Sandalen, dann 2 kurze Hosen, noch ein Langarmshirt und eine Strickjacke. Und hier weiter hinten Silas Rucksack und Gürteltasche. Er hat ein paar Spiele mit. Wir lieben Uno, wir lieben dieses Spiel. Dann haben wir noch eine Stoppuhr fürs Laufen, noch ein bisschen ein Quiz und noch ein Buch von Silas. Er hat auch Unterwäsche dabei, Schlafanzug, Socken, seine Sandalen, sein Badehandtuch in seiner Lieblingsfarbe Blau, Badehose, 2 kurze Hosen, 3 T-Shirts, ein Hemd. Silas trägt sehr gerne Hemden. Das ist ein kurzärmliches Hemd, dann auch ein Langarmshirt, eine Strickjacke, seine Laufsachen. Wir werden auf Sardinien auch auf alle Fälle regelmäßig laufen. Und dann hier noch sein Kuscheltier, der Rabe. Das sind jetzt die Sachen, die wir zu dritt mitnehmen. Ich zeige euch dann auch nochmal, wie unsere Rucksäcke gepackt aussehen. Es kann natürlich sein, dass kurz vor der Abreise noch 2, 3 Sachen dazukommen, die ich vergessen habe. Aber das wird so im Groben und Ganzen bleiben. Ich werde für die Jungs höchstwahrscheinlich noch ein paar Fruchtriegel einpacken, vielleicht auch noch ein paar Trockenfrüchte, Mango, Ananas, Datteln, vielleicht noch 2, 3 Brötchen für die Reise. Unsere Sachen sind fast gepackt, so sieht es aus. Silas Rucksack ist schon fertig gepackt, seine Gürteltasche liegt noch draußen. Das ist Simons Rucksack, so sieht er gepackt aus. Hier draußen liegen noch Bücher und Zeichensachen, das werden wir dann in den vorderen Teil des Rucksacks packen. Und hier ist noch Simons Gürteltasche, die er auch noch mitnehmen möchte. Das ist mein Rucksack, so sieht er fertig gepackt aus. Und davor liegt noch mein Buch, die Pässe, das Portemonnaie und mein MacBook. Das werde ich dann alles hier von in diesen Fächern verstauen. Ich habe noch ein was vergessen, mein Aufladekabel für den MacBook. Den werde ich natürlich auch mitnehmen und ich nehme auch meine Gürteltasche mit. So, jetzt ist fast alles komplett gepackt. Das ist unser Gepäck für 2 Wochen Sardinien, Handgepäck. Das sind die Sachen, die der Henry mitnimmt. Das ist sein toller Reiserucksack. Wie bist du auf den gekommen? Ich habe schon seit längerem einen Reiserucksack gesucht und bin dann ja quasi auf den aufmerksam geworden. Und der ist echt ja, schön groß auf jeden Fall. Hier hat man noch ein Fach mit dabei. Wenn man mal sieht, also ist schon ziemlich viel Stauraum. Ja, und dann hat er hier vorne noch schön ein paar Fächer. Die mache ich jetzt mal nicht alle auf. Obwohl zumindest das eine, damit man mal sieht, was hier, wie viel Platz hier noch drin ist. Hier. Ach, was hat sich denn hier versteckt? Na, sowas. Noch ein paar Zahnkristalle. Genau. Ja, und der kostet 36 Euro. Und den kann man wirklich auch als Handgepäck im Flugzeug den mitnehmen. Den kann man als Handgepäck, ne? Das muss man nicht aufgeben. Ja, und das Schöne ist auch bei dem, man hat hier auch noch, wenn man das möchte, man muss den nicht als Rucksack tragen, man hat hier auch so einen Gurt noch mit dabei. Hier. Mhm. Okay. Man könnte den auch so als Tasche tragen, wenn man das möchte. Und der hat, glaube ich, über 800 Rezensionen und die sind alle durchweg positiv, also kann man sich darauf wirklich verlassen. Ja. Und was packst du denn in den Rucksack? Weil du bist ja auch recht minimalistisch unterwegs, kann man so sagen. Was nimmst du für 2 Wochen mit? Also bei mir sind primär Sportsachen, weil ich halt auch viel Sport mache und laufen gehe. Deswegen nehme ich ein paar Sport-T-Shirts mit, Laufsocken hier
sind auch sehr gut. Solche Zehensocken kann ich auch nur empfehlen. Ja, die sind echt super. Da holt man sich keine Blasen mehr, wenn man länger laufen geht. Kann ich nur empfehlen. Ja, dann hier noch so ein paar Sportunterhosen. Hier auch noch kurze Sporthosen. Unterhose, da packe ich allerdings noch ein paar dazu. Die habe ich jetzt noch nicht alle rausgepackt. Ja, und dann halt noch kurze Hose, T-Shirts und Zahnbürste. Zahnbürste, genau. Da kommt auch noch das Natron mit dazu und ja, die Zahnkristalle. Ne? Mhm. Und ich denke mal, Kokosöl werde ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Mhm. Dann hast du hier noch zwei. Ja, dann habe ich hier noch das wunderbare Grashaftpulver. Mhm. Kann ich natürlich auch noch empfehlen. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr hilfreich in jeder Lebenslage. Auch für Sportler, ne? Ja, vor allen Dingen für Sportler. Eigentlich für alle, ja. Dadurch, dass wir in einer Zeit leben, wo man sowas mal braucht. Gerade bei der, bei den wenigen Vitaminen und Mineralien, die wir mittlerweile auch in dem Obst und Gemüse haben, ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung. Mhm. Dann habe ich hier noch die 7 Kräuter. Mhm. Auch von Lebenskraft pur. Schönes, bitteres Pulver. Ja, genau. Dann habe ich hier noch so einen Zungenkratzer. Mhm. Da macht man die Zunge damit sauber. Und ich nehme noch einmal Lavendel, ätherisches Öl mit. Das nehme ich immer als Parfümersatz. Ohne Chemie und alles. Ein Ohrreiniger aus Metall. Ein Ohrreiniger, genau. Auch schön klein. Mhm. Ja, und hier noch eine Lavendelseife. Und die Unterlagen habe ich hier noch für die Tickets und so weiter, für Zug, mein Reisepass. Und den meisten Platz nehmen eigentlich deine Laufschuhe ein, ja, schätze ich mal. Ne? Platz nehmen die Laufschuhe. Zwei Paar Laufschuhe mit. Genau, zwei Paar nehme ich so mit und ein Paar ziehe ich noch an. Ja, das war es eigentlich auch schon. Hier habe ich noch zwei Bänder, unterschiedliche Stärke, die kann man nehmen für das Krafttraining. Okay. Und die nehmen jetzt auch nicht viel Platz weg, die passen noch ganz leicht mit ins Gepäck rein. Ja, und ein Handtuch kommt da natürlich noch mit dazu. Und hast du schon getestet, ob das alles da reinpasst? Das passt alles da rein, ja. Mhm. Okay. Also für das sind so deine, das ist so dein Gepäck für 2 Wochen. Das ist das Gepäck für 2 Wochen, genau. Ja, kommt natürlich noch Handy mit dazu. Portemonnaie? Ein Portemonnaie, So sieht es schon mal fast vollständig gepackt aus, ne? Ja, das quetsche ich hier noch dazwischen. Vorne rein. Das Strandhandtuch. Machen wir das Ganze mal zu. Also hier wäre sogar noch Platz. Also hier passt jetzt noch ordentlich was rein. Mhm. Könnte man schon noch ein bisschen was reinmachen, wenn man das möchte. So sieht der Rucksack dann in gepackter Form aus. Genau, ich hatte vorhin noch was vergessen. Und zwar Rasierer. Und dann habe ich hier noch diese Tüten dabei, dass man kein Plastik verwenden muss. Kann man dann sein Obst und Gemüse reintun. Und dann natürlich das Wichtigste, die Glysopumpe. Was ist eine Glysopumpe? Mit der Glysopumpe kann man einen Einlauf machen. Das ist im Prinzip ich finde, das ist die verbesserte Variante von einem Reiseirrigator bzw. von einem Einlaufgerät. Und man kann das eben dann viel besser regulieren, das Wasser. Es kommt nicht so schnell rein in den Körper und es fühlt sich wesentlich angenehmer an. Um das mal ganz kurz zu erläutern. Wir hatten auch schon ein Video gemacht, vielleicht kann Silke das noch verlinken. Das zum Thema Einlauf, ne? Da hatten wir aber, glaube ich, die Glysopumpe, oder wir hatten ja mehrere Videos, ja. 3 zu diesem Thema. Darmreinigung, Einlauf. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein separates Video dazu, weil das Gerät muss auf jeden Fall noch etwas tiefgründiger erwähnt werden. Und dann noch die Selbstmassagerolle. Sehr wichtig für, einfach zum Selbstmassieren. Und so können zum Beispiel Schadstoffe besser abtransportiert werden. Und die Lymphe regt es auch an. Und es regt die Lymphe an und gerade Menschen, die viel sitzen und die auch sehr viel Sport machen und andere, oder anders leistungsaktiv unterwegs sind, für die ist das sehr interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von der Thematik minimalistisch auf Reisen? Ich bin sehr interessiert an euren Erfahrungsberichten und an eurer Meinung. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Das Video endet jetzt noch nicht. Ich werde euch jetzt noch ein kleines Musikstück an dieses Video hängen. Das hat heute mein Sohn Simon gespielt. Er spielt ja sehr gern am Elektro-Keyboard und ich möchte heute mal das Video ganz anders ausklingen lassen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, eure Silke.
Simon, was spielst du jetzt? Das ist eine Abwandlung von Flash. Okay, los geht's.